gerade ein, dass wir normalerweise auf dem Nürburgring mit einem individuellen Setup fahren. Wenn ich das jetzt lade, buxiert uns das eher nach hinten. Denn immerhin sind wir auch ohne auf die 4 gekommen. War aber auch in Anführungszeichen nur das Qualifying. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Die Startaufstellung sieht ja erstmal gut für uns aus. Das Problem ist, hier gibt es Regen. Und viele Stellen, wo wir überholt werden können. Das ist sowas von Monsun. Das Problem ist, wenn wir... Eigentlich müssten wir zwei Stops fahren. Ein Stop-Rennen fahren, weil die Reifen nun mal merklich älter werden, aber damit lassen wir die anderen auch automatisch vorbei. Monsun, bitte. Ich gehe auf nur Stops. Boah, das wird so ein ekelhaftes Rennen. Wenn ich auf die Punkteaussicht schaue. Nur Monsunreifen am Start. Toll. Der BMW Williams kommt erstmal nicht so gut weg. Michael kommt sehr gut weg und auch der McLaren hier kam sehr gut weg. Jetzt haben wir leider keinen Windschatten. Trotzdem die Chance auf die 1. Oh. Mir fällt auch gerade ein, ich habe gar keinen Thumbnail fürs Qualifying aufgenommen. Da muss er zwingend eins aus dem Training herhalten, weil hier ist es jetzt nass. Das würde irgendwie auffallen. Michael ist gerade auf der 3. Ist das nass, ey. Und langsam. Jetzt die Frage: Fahren die uns um die Ohren oder können wir mal um die Ohren fahren? Letzteres wäre ja cool nach so viel Regen zu Beginn der Saison und allen voran auch letzte Saison, wenn das hier mal das Schnippchen in unsere Richtung schlagen würde. Das Problem bei solchen Thumbnails fürs Rennen ist, wenn ich ein komplett nasses Rennen vor der Nase habe und dann halt ein Regen-Thumbnail bringen muss, weil es nun mal nass ist. Dann wisst ihr ja sofort Bescheid, dann ist für euch die Überraschung weg. Dann bleibt nur noch die Frage, das ganze Rennen nass oder nur zu Beginn? Oder eben nur teilweise. Kann ja auch am Ende nass sein. Ich bin einfach gespannt, hier gibt es sehr viele Stellen, wo man überholen kann. Zufahrt auf Kurve 1 sitzt eher weniger im Trocknen. Zufahrt Kurve 3 schon wieder eher, dann... Zufahrt auf das Michael auf die Dunlop-Kehre, dann Zufahrt aufs Michael Schumacher S. Eher weniger als die Zufahrt hier. Und die NGK-Schikane auch noch. Noch tut sich die Konkurrenz schwer, weil die sich noch gegenseitig beschäftigen. Ich bin gespannt. Wenn wir nur Stop-Rennen fahren, muss ich auf jeden Fall auf die Reifen achten. Die fährt was geradeaus. Michael schubst Häkkinen auf den Maulwurfshügel. Einfach nur rumrutscht. Verliert immerhin nicht allzu viel. Er rutscht hinter seinen Teamkollegen. Na, ein bisschen weiter nach hinten. Hinterer Schumacher. Wenn ich an das letzte Mal viel Regen hier denke, da waren wir ja sehr gut unterwegs.
eben als der Vierregen dann wirklich da war. Da konnten wir als Überrundeter dann das Tempo der Spitze mitgehen. Benoli in der Box. Ich gucke jetzt nicht nach, was ist. Man kann es auch übertreiben. Ich will am Ende des Tages dieses Rennen gewinnen. Und dann brauche ich Fokus. Auch wenn ich ab und zu mal nachschauen werde. Da haben wir etwas Dreck auf die Strecke gebracht und hinter uns im Rückspiegel ist eine helle Linie, die uns verfolgt. Ich wage mal vorsichtig nach so 5-6 Runden zu sagen, ob es jetzt gut läuft oder nicht. Aktuell sieht es wirklich sehr gut aus. Und Michael ist schon fast eine ganze Runde alleine, freifahrend hinter uns. Wir könnten überlegen, auch noch auf eine Einstopp-Strategie zu gehen, allerdings haben wir dann den Vorteil im ersten Stint nicht mitgenommen, dass wir ein leichtes Auto haben. 7 Zehntel schneller. Oh, oh, oh. Ich glaube aber im Trocknen wäre die Zeit, der Zeitunterschied zwischen uns beiden bei jeweils freier Fahrt größer. Ich glaube, der BMW Williams ist entweder genauso schnell wie wir oder leicht langsamer. Frenzen aus dem Rennen. Michael kommt näher. Vielleicht auch ein Einstopp-Rennen. Hier ist Franzen offenbar ausgeschieden. Da links steht er ganz links. Ja, der BMW Williams wird kleiner. Jetzt im Rennen hätten wir schon viel öfter verteidigen müssen. Insofern ist der Regen gerade wirklich gut für uns. Oh, konnte aber jetzt wer? Nee. Krass. 1/10 hat er verloren. Dann stellt sich die Frage jetzt gar nicht, ob der BMW Williams kleiner wurde. Er hat die Zeit nämlich nicht unterboten. Thank you.
Michael hat so in etwa seinen gleichen Abstand zu uns. 2 Zehntel langsamer als letzte Runde. Michael verbessert die schnellste Rennrunde nicht. Er ist 2 Zehntel schneller gewesen. Er war also nah daran an der schnellsten Rennrunde. Wirkt vielleicht alles entspannt, aber ich sehe zu, am Limit zu fahren. Ich sehe zu, die Reifen nicht zu sehr blockieren zu lassen. Ich will auf gewisse Konkurrenten Vorsprung rausfahren. Wer weiß, was noch passiert in diesem Rennen. Da können wir den gebrauchen. Michael kommt leicht näher, der ist größer geworden. Nebenbei will ich natürlich auch nicht abfliegen. Rennfahren halt. So schnell wie es geht. Michael ist deutlich näher gekommen. Die Runde war auch deutlich langsamer. Er war gute 8 Zehntel schneller als wir. Hat keine Bestzeit gedreht. 9 Zehntel sind's. Er hat gleich DRS. Im Nassen. Stimmt, wie groß der jetzt ist. Kommt die Konkurrenz ja auch wieder ran, wenn wir uns duellieren. Der BMW Olympus ist auch näher gekommen durch meine schwache Runde. Bei Regen sieht man im Rückspiegel schlechter. Oh Mann. Bin aber gerade froh, dass es regnet, denn im Trocken hätten wir schon viel mehr zu tun gehabt. Er ist da. Ich fahre schon leichte Kampflinie. Gespannt, wer alles zum Stop kommt. Da kommen schon die ersten Überrundungen zustande. Nach noch nicht mal 8 abgeschlossenen Runden. Sehen wir da was nahen. Ach du Scheiße. Wenn Michael hier angreift, kann es richtig unangenehm werden. Schumacher kommt auch näher. Von Runde zu Runde wird der Abstand kleiner. Es rutscht. Wie nah der gekommen ist.
Cody ist recht weit weg, DC ist auch weit weg. Physico auf 7, nicht schlecht. Alesi auf 19. Sehr in dem Rückspiegel nicht. Sind die gleich zu zweit direkt hinter uns. Und der Brunner kommt auch noch. Die Kollegen unter sich, das muss man jederzeit beachten, er kommt vorbei. Vielleicht hilft die Überrundung noch. Beziehungsweise die letzte Kurve, wir kommen hier besser durch. Aber der Abstand ist zu groß, wir brauchen hier Windschatten, um angreifen zu können. Muss dranbleiben, allein schon weil da eine Überrundung naht. Prinzipiell kann ich auch so schnell fahren. Jetzt muss ich halt mal alles rannehmen, was geht. Die Überrundung kann wirklich eine Chance sein. Das ist überraschend, hat er ein technisches Problem? Könnte sein. Oh nein, er kommt gut vorbei. Er kommt nicht vorbei. Ich komme nicht ganz nach innen, scheiße. Ah. Hier kommt er bedeutend besser durch sein S, auch wenn das erst später so heißen wird. Ich glaube, die haben das nach 2001 erst so benannt. Einfach da bei der NGK-Schikane nach innen gesetzt. Beschleunigungsprobleme für Häkkinen. Das bringt DC wieder vorne, das ist nicht gut. Ich muss weiter dranbleiben, die nächste Überrundung ist nicht allzu weit weg und wir können das Tempo in etwa gehen. Wir haben nicht ohne Grund die schnellste Rennrunde inne. Auch wenn das jetzt Reifen kosten wird. Falls er nicht reinkommt, muss ich das Risiko jetzt eingehen.
wie sich Ralf Schumacher auch gleich wieder absetzen muss, weil die beiden roten Renner zu schnell für ihn sind. Mit der ersten Überrundung hatten wir schon etwas Glück, das hätte für ihn deutlich besser ausgehen können, das hat ihn sogar etwas behindert. Gucken, wie es bei der nächsten ist. Wenn wir Glück haben, fährt er nach Kurve 1 zu nah ran. Ich denke, auf Startziel bekommt er ihn nicht, dafür ist er zu weit weg. Das sind Arrows. Das ist motivierend, wenn man sieht, dass man dranbleiben kann. Knapp an der eigenen Bestzeit. Vorbei. Also aber aufpassen, durch die Berundung könnten wir auch das Rennen total verlieren, weil wir uns den Wagen irgendwo aufratzen. Da heißt es einfach vorsichtig sein, aufmerksam sein. Er wird aufgehalten. Kommt jetzt aber auch gut vorbei und wir vielleicht nicht. Geh weg, geh weg. Komm, schleich dich. Es gibt uns hier beim S, wo wir langsamer als er sind, auch noch schmutzige Luft mit. Wir sind jetzt fast in der Position, ihn mal zu locken in irgendeiner Kurve beim Anbremsen. Schlägt der Wagen im Richtungswechsel aus. Zu weit weg. Windschatten zu schwach. Der Rennständer ist gefährlich. Kommen einige Rundungen, also zwei. Spätestens in anderthalb Runden sind wir da, eher schon in einer Runde. Kein Ralf Schumacher mehr zu sehen. Runde 13 haben wir schon. Es ging schnell. Nicht schon wieder. Diesmal etwas eher ausgebrochen. Aber auch etwas schlimmer. Ich komme gerade zu viel in den Dreck. Werde ich erstmal ein paar Runden brauchen, um überhaupt mal wieder annähernd ranzukommen. Montoya ist hinter uns. Stimmt, Ralf Schumacher war ja der, der ausnahmsweise mal von weiter hinten ins Rennen gegangen ist. Drei Autos, die berundet werden müssen. Stellt euch mal vor, Michael fährt mit einem leichten Auto, weil er einmal reinkommt und wir fahren mit der schweren Kiste in etwa das gleiche Tempo. Ah, kommt gut vorbei. Ist nicht gut.
Wir werden ihn vielleicht in der Schikane haben, das ist nicht gut. Sieht nicht gut aus. Sind aber wieder etwas näher gekommen. 2-2. Ah, vielleicht doch nicht. Doch 1-9. Jetzt habe ich zu spät gebremst. Trotz der Berundung, die uns mehr gekostet hat. Interessant. Jetzt wird er aufgehalten. Kommt er vor der Rechtskurve vorbei? Nein, er wird aufgehalten. Hier scheidet was aus. Oder nee, da gab es einen Zweikampf mit Kontakt. Jetzt hat Michael wieder aufgehalten. Hier wird's rutschig. Warum ist der gerade langsamer als der Arrows? Was für ein geiles, spannendes Rennen bisher. Mach Platz, du lahme Ente. Wobei Ente wäre ja bei diesem Wetter ganz gut. Deutlichen Reifenabbau können wir bisher auch nicht verzeichnen. Wir können immer noch ranfahren. Ja, spannend, sage ich noch. Zum gefühlt schon 13. Mal dieses Rennwochenende. Die Rennen, wo wir jemanden jagen können, der in etwa genauso schnell ist wie wir. Das ist immer das Spannendste überhaupt, wie ich finde. Und dann ist es sogar der Teamkollege. Und dann geht es auch noch um Platz 1 und sogar um die WM. Zu schnell rein. Jetzt haben wir keine schwarze Flagge bekommen. Hat sich wieder etwas abgesetzt. Sechzehn Runden abgeschlossen. Wir haben gleich Rennhalbzeit. Montoya rutscht aber auch nicht mehr wirklich nach hinten. Muss aber auch noch an den beiden hinter uns vorbei. Jetzt kommt er gut vorbei. Baut sich gerade einen guten Vorsprung auf.
Wir kommen auch gut an ihm vorbei, wenn er uns jetzt hier vorbeilässt. Danke, Jaguar. Aber auch nicht mehr auf eine 34er Zeit, das ist auch nicht gut. 3151, die nächste Berundung steht für ihn an. 4050, Er ist wieder ganz gut vorbeigekommen, da kommen wir zum... Das ist auf jeden Fall ein Zweikampf, ein direkter Zweikampf. Das nächste Auto für ihn ist erstmal ein Einkampfauto. Kämpft mit sich selbst. Die fahren ganz schön nah am Kiesbett vorbei. Ganz schön tiefgelegt war der gerade. Hat uns null Zeit gekostet. War sehr angenehm. Ich sehe gerade, Michael kommt diese Runde rein. Oha, das ist ein dicker Pluspunkt für uns. Wer weiß, wie schnell er danach ist. Muss diesen Stop halt aber in weniger als einer halben Renndistanz dann auch erstmal wieder zufahren. Krass, dass er mit einem halb so vollen Tank, dass wir in etwa gleich schnell waren. Kommt Montoya auch rein? Es wäre bitter, wenn er langsamer wäre als wir, mit einem deutlich leichteren Auto. Weiterhin voll am Limit fahren, wer weiß, was dann noch Schnelles von hinten kommt. Eben vielleicht Michael, deswegen alles geben. Darf mich hier nicht sicher fühlen. Das ist gerade eine ganz große Chance, die darf ich aber eben auch nicht sausen lassen. Box ist immer noch gesperrt, er ist immer noch in der Gasse, jetzt ist er raus. Und also locker 24 Sekunden Rückstand. Ah, schade, Physiko. Auf der 6 liegend in die Box kommt. Jong auf 9. Dann war das also Alonso, der uns so nett vorbeigelassen hat. Das haben wir von ihm schon ganz anders erlebt. Ich sag nur Nase ab. Gucken, ob Michael in der nächsten Runde unsere Bestzeit schlägt. Muss er eigentlich, denn das Auto ist jetzt in etwa genauso schwer und hat wieder frische Reifen. Und womöglich ist etwas weniger Wasser auf der DA-Linie. Die Chancen stehen durchaus gut für ihn. 35,5, 36,5, oh. Ja, die Reifen sind halt auch nicht mehr ganz so frisch.
Jetzt haben wir wieder die ganzen Überrundungen vor der Nase. Sieht man wunderbar bei der Zufahrt auf die Turmabkehre. Bloß kein Dreher heute. Teuer kommt ran, das ist nicht gut. Wenn wir uns mit ihm duellieren, dann ist die Gefahr groß, dass wir wieder etwas zu spät bremsen. Michael kommt dann sowieso wieder näher ran. Vielleicht kommt der Kolumbianer gleich noch rein, das wäre schön. Er sitzt direkt hinter uns. Vorne sind Jung und Heidfeld. Alesi in der Box, das klang aber interessant bei der Randsteinüberfahrt. Ralf Schumacher ist auch drin, den haben wir jetzt überrundet. Dann kann man teuer nicht drin sein. Was macht Michael? Fällt er die Bestzeit? Wenn unsere Uhr auf, sagen wir mal, 19 Sekunden steht. Also jetzt gleich 16. Fährt er jetzt eine schöne Runde? Offenbar nicht. Er müsste, meine ich, jetzt schon über die Linie sein. Das ist Wiesi Keller vor uns. Oder Button hatten wir auch noch nicht. Egal, es ist ein Auto. Muss mich irgendwie vor Montoya halten, mit Respektabstand. So nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Boah, das war knapp. Wir hätten beinahe Platz 1 verloren, jetzt ist er nur nah dran. Himmel klart etwas auf. Finde ich das jetzt gut? Eher nicht, weil wir bei diesen Bedingungen sehr gut zurechtkommen. Er kommt an die Box. Puh. Wie weit weg ist der aktuell Drittplatzierte? Da bin ich jetzt gespannt. Michael wird es ja wohl noch nicht sein, oder? Wenn ja, dann haben wir jetzt jede Runde genau das Bild, wie nah er uns kommt. Ich denke, die Strecke wird sich nicht mehr signifikant verbessern, sodass auf Regenreifen gefahren wird. Ich behalte trotzdem mal unseren Fahrzeugzustand im Auge. Wenn Michael nochmal reinkommt, müssen wir nachgucken, welche Reifen er aufzieht. Der Vorteil ist, wir haben gerade einen großen Vorsprung vor allen anderen und können dann einfach reagieren. Trulli mit 16 Zählern, sagen wir mal, Sekunden hinter uns. Da muss Michael auch erstmal vorbei. Und er verbessert die schnellste Rennrunde bisher nicht. Ich glaube, da hinten ist Trulli gerade zu sehen. Wenn der Omen-Name auftaucht, der schon mal in der Box war, muss ich hellhörig werden. Allen voran, wenn es mehrere sind, die schon mal in der Box waren. 6 Regenreifen. Jung aus dem Rennen, schade für ihn, das Rennen war bisher ganz gut. 15,3, immer noch Trolli hinter uns. Sieht für den Moment sehr gut aus. Heidfeld war doch schon drin, meine ich. Michael kommt diese Runde nicht rein. Wir gucken dann gleich mal bei Heidfeld nach. Ich werde aber den Teufel tun und vor einem der direkten Konkurrenten in die Box kommen und von Monsun auf Regenreifen wechseln.
Ich werde maximal reagieren, nicht agieren. Jetzt müsste er auf seinen neuen Pneus unterwegs sein. Monsunreifen. Hat überhaupt irgendjemand Regenreifen? Sieht nicht so aus. Michael ist noch ein Stück hinter Trolli. Wir sehen den Bennett schon ganz schön lange direkt vor uns. 14,2. Michael setzt jetzt einen drunter. 6 Zehntel schneller als wir. Im Vergleich zur besten Runde. 33,5, das sind 3 Sekunden. Wenn jetzt gleich an Trulli vorbeikommt, haben wir ein Problem. Dann könnte es unter Umständen noch spannend werden. 3 Sekunden sind einfach zu viel. Wir fahren dann noch 9 Runden. Dann sind 4 Runden dran. Wenn er aber so viel schneller ist, dann wird der Trulli auch schnell bekommen. Es wird womöglich nochmal spannend. Wer ist hinter uns? Bitte, Trulli. Bitte. Ferrari auf 1 und 2. Soweit so schön. So könnte es aber auch noch spannend werden. Ich komme nicht mehr viel schneller zur Rande. Mal sehen, wie der Abstand gleich aussieht. 12 irgendwas? Vielleicht sogar 11? 13, okay. 13,1. Bennett ist gerade nur leicht langsamer als wir. Wenn das so weitergeht, wird Michael am Ende des Rennens auf jeden Fall an uns dran sein. Zweites Mal in der Box nach seinem Beschleunigungsproblem. Das liegt jetzt aber nicht an den Bedingungen, das liegt einfach daran, dass die ihre Strategie nicht hinbekommen, anzupassen. Sie hätten den voll tanken sollen, als er das erste Mal in der Box war. Bricht das Auto wieder stärker aus. 13,1. Hoffentlich liegen wir gleich nicht einen. Haben wir nicht gleich einen einstelligen Abstand. 37,9. Oh oh. Wenn der so viel schneller ist, ist er in den Kurven maximal überlegen. 33,4. Es gibt am Ende auf jeden Fall ein Duell. Ich werde sehr viel dagegen halten, klar, keine Frage, aber ich werde nicht das ganze Rennen riskieren, denn am Ende ist das noch eine lange Saison. Ja, dann hätten wir das Duell verloren, aber dann immerhin 6 wichtige Punkte mitgenommen.
Ich muss ihm so wenig Möglichkeiten zum Angreifen wie möglich geben. Dafür muss ich schnell fahren, damit er so spät wie möglich ankommt. Mit 33,4 hat er hingelegt. Ich würde gerne mal wissen, was wir fahren könnten mit frischen Reifen, aber das werden wir nicht ausprobieren. 36,2. ...6,9 Abstand. 2,1 aufgeholt. In 4 Runden ist er auf jeden Fall dran. Jetzt ist der Benetton wohl mal fertig. Und er behindert uns auch noch. Der Jordan stand auf dem Randstein. Wenn dann Runde 32 dran ist, vielleicht sogar schon Runde 31, dann haben wir noch 5 Runden vor uns. 4. Es wird so oder so unangenehm werden. Das lässt sich nicht mehr vermeiden. Greift es nicht ernsthaft an. Da kommt Michael schon erst im Rückspiegel zu sehen. ...37,0. Abstand. Jetzt muss er erstmal an Benetton vorbei. Ich guck jetzt nicht nach, ob er schnell vorbeikommt. Der wird so oder so irgendwann hinter uns erscheinen. Ganz groß. Und da ist das Wann egal. Ich muss zusehen, einfach so schnell wie möglich zu fahren, damit er so wenig Möglichkeiten wie möglich hat. Um das nochmal zu wiederholen. Jetzt ist er am Benetton dran, das habe ich mit Leichtigkeit gesehen, auf der Geraden. Lass uns bitte vorbei, ja, sauber. Lass uns sauber vorbei. Mach doch bitte Platz. Typ! Ich fasse es nicht, was für ein Arsch. Jetzt nicht nochmal drehen. Oh, er bleibt hinter uns, wie krass ist das denn? Er hatte wohl Mitleid. Blockiert er da die DR-Linie? Ja, ich hätte noch warten sollen, aber er muss uns vorbeilassen. Er hätte einfach vorbeifahren können, aber er will sich den Spaß nicht nehmen lassen. Er will uns auf der Strecke einfach fertig machen. Ach du Scheiße. Aber immerhin haben wir noch eine Möglichkeit, er hätte jetzt einfach davon düsen können. Naja, schon 2 Runden eher das Duell. Und zum Sauber müssen wir auch nochmal. Boah, er fährt jetzt vorbei, oder? Oh, er stupst uns an! Haha, hier geht's zu. Der ist sowas von überlegen. Mit seiner schnellen Karre. Fünf Runden noch. Am Ende kommt Montoya noch entscheidend dran für sich Platz 2 schnappen. Er hat noch alle Zeit der Welt, er hat ein massiv überlegenes Auto und noch viele Möglichkeiten und hier gibt es wirklich viele.
Der nächste kommt jetzt schon. Da könnte er ganz locker außen vorbeifahren. Wenn er nah genug dran ist. Kann massiv später bremsen. Ich muss innen einfach abdecken. Ich sehe noch keinen BMW Williams im Rückspiegel. Das ist erstmal gut. Jetzt fährt er außen vorbei. Nein. Okay. Boah. Oh, stimmt, BMW Williams ist ja gar nicht auf 3, da ist ja ein Jordan und da ist er. Am Ende freut sich der Trolley, wenn sich die beiden Ferrari streiten. Was für ein geiles Rennen bisher. Jetzt ist Trolley dran. Ah, ich glaube, da kommt man teuer. Jetzt könnte er außen vorbeifahren. Nein, er holt Schwung. Nein, ich blockiere hier innen. Ja, da ist der BMW Williams. Na toll. Nur nicht hier, hör auf. Hier oben ist mir am unangenehmsten. Lass das. Stups, nochmal. Oh, da drehen sich Michael und... Alle drei drehen sich raus. Die haben sich alle drei rausgedreht. Was ist denn da los? Oh, die stupsen sich jeweils an. Also der jeweils vorne fahren, der wird angestupst. Wie die da stehen, das könnte unsere Rettung sein. Aber das war schon klar, dass da zugeht. Das war jetzt nicht ganz kurz vor die Karre gesprungen. Das hat sich angebahnt und zwar deutlich, dass ich da innen zumache. Oh, ist das hier der neue Zweite? Nein. Da ist der neue Zweite. Die stehen noch. Also Trolley fährt weiter, oder? Der Abstand zu ihm ist erstmal groß, wenn er überhaupt entscheidend rumkommen kann. Vorsprung nutzen und so gut es geht wegfahren. Trolley 5,6 Sekunden hinter uns. Wir fahren noch 3 Runden. Genauer gesagt 2 Runden und der Rest von dieser. Trolley wird schon keine 2 Sekunden pro Runde schneller sein. Normalerweise haben wir da bei einer Berührung im Zweikampf die Position verloren. Diesmal ging es für die Konkurrenz schlecht aus. Damit meine ich halt wirklich alle drei Fahrer, auch wenn das mit dem Jordan und dem BMW Williams eine eigene Aktion war. Sie fand halt direkt hinter uns statt.
vorletzte Runde. Abstand nach hinten beträgt. Ich gucke erst nach der Schikane drauf. Sekunden, das ist absolut annehmbar. Und es ist weiterhin Trulli, der hinter uns ist. Das ist Thomas Enge. Rot-blauer Helm. War da gerade ein rotes Auto hinter uns? Ne, Trulli noch hinter uns. Da hinten. Oh, da ist Trulli. Aber er hat noch eine Runde aufzuholen. Nur noch eine Runde. Wir waren mal bei 34,1. Das war aber auch mit 4 frischeren Reifen. Fast 30 Runden frischeren Reifen. Auch wenn das Auto da schwerer war. So wirklich aufgeklärt hat es dann doch nicht. Es gab zwar so mal so einen Anschein, aber hier hinten sieht es gerade weiterhin düster aus. Ich gucke da nochmal bei der letzten Kurve. Trulli ist immer noch nicht direkt hinter uns. Und dann kommt auch noch Trulli direkt hinter uns ins Ziel. Das ist gut für die WM. Damit machen wir mindestens 6 Punkte auf Michael gut. Und mit gut meine ich, wir bauen den Vorsprung um mindestens 6 Punkte aus. DC ist ja noch weiter hinten. In diesem Rennen, auch wenn er an der WM näher ist. Aber der schnellste im Feld ist nun mal Michael. Und die Saison wird ihn automatisch immer nach vorne spüren. Ist die Frage, ob er es diesmal schafft. Trulli da hinten, Franzose, ganz schön wagemutig zur Strecke. Oh ja, Mann, scheiße, ja, wir gewinnen das vierte Rennen in Folge. Sieg auf dem Nürburgring. Forza Ferrari. Und Jeff, bist du es auch? Ready for the Moshpit, Chaka Bra. Geil. Das vierte Rennen in Folge gewonnen. 40 Zähler. Dürften Platz nach hinten haben, die sind weit weg. Die schönen Spiegelungen. Da ist noch ein Jordan, aber der hat noch einen Rückstand. Da ist Michael, der könnte auf der 3-1 gekommen sein. Dann halt so rum. Geil. Und es kommen noch mal 2 Rennen, wo es gut laufen kann. Silberstein und
Manikorn, vielleicht ist in Hockenheim auch noch was drin. Ich sag nur danke, lieber Regen, und danke, liebes Team, für dieses Auto, was bei diesen Bedingungen einfach so gut funktioniert hat. Wir, Trulli, Michael, dann kommt DC, die beiden WM-Rivalen auf 3 und 4. Montoya auf 5, Häkkinen dann doch noch auf 6, Fisico leider auf der 7 knapp vorbei. Villeneuve, Kimi, Alesi, Ralf Schumacher, Button auf 12, das ist stark. De La Rosa, Heidfeld, Panis, Irvine, Verstappen, Bernoldi, Thomas Enge und Alonso 3 Runden Rückstand. Jürgen Getriebeschaden, Frenzen hat einfach wohl einen Unfall. In Kurve 1. Auf der 3, Montoya knapp vor uns. Button hier auf 10. Auch Physikeller hier auf 7. Ferrari nimmt wieder am meisten Punkte mit. Mehr ist aber zu viel wie das zweitbeste Team. Zehn Zähler vom Schatten und 15 Zähler auf Michael. Das ist erstmal gut. Und unseren Wert von 42 Zählern aus der letzten Saison haben wir schon nach 9 Rennen überboten. Allerdings haben wir erst vor kurzem so richtig angefangen. Nach Spanien standen wir bei 5 gefahrenen Rennen bei 7 Punkten. Jetzt bei 9 Rennen 47 Punkte. Das ist sehr schön. Montoya nah an Ralf Schumacher dran. Diese Thomas Enge immer noch mit seinen 2 Zählern. Herrlich. 20 Punkte Vorsprung für die Scuderia. So gefällt mir das. Sauber gar nicht mal so weit weg von Jordan. Ich könnte sie auch hier Platz 4 einfahren. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Rennwochenende. Ich hoffe, ihr auch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.